Gehen wir es an. Gehen wir es an. Ich war total begeistert von dem Buch Zurück zur Mobilität. Anfangen tut es damit, dass Sie sagen, das Leben ist Mobilität. Das Ja, sagt logisch. ja schon, dass man, dass das so eine Wichtigkeit oder so viel Platz im Leben einnimmt. Ja, nicht, nein, nein, ganz im Gegenteil. Das Leben ist Mikromobilität. Das ist das Wesentliche, nicht Makromobilität. Das Leben ist zwangsläufig Mobilität, weil es nicht in sich vollständig ist. Also alle offenen Systeme sind abhängig von der Mobilität, entweder der eigenen oder dass sie andere Mobilität intelligent nutzen. Also die Pflanzen nutzen ja die Mobilität der Photonen, die ja mit einer unglaublichen Geschwindigkeit, nämlich mit der Lichtgeschwindigkeit unterwegs sind, indem sie sie auf Null herunterbremsen. Und diese Mobilitätsenergie dann gemeinsam mit Wasser und Mineralien und chemischen Prozessen zu werten, verwerten. Das heißt, die Mobilität, die räumliche Mobilität, schafft nur dort Nutzen, wo sie zur Ruhe kommt. Wo sie unterwegs ist, gibt es nur Schaden. Okay. Und jetzt sind Sie, oder sagen wir es so, jetzt habe ich das erste Mal in einem Buch das gelesen von einem Autor, der hergeht und sagt, Mobilität ist viel mehr als nur, ich gehe zu Fuß, ich fahre mit dem Radl oder ich bewege mich eben von A nach B. Ja, das ist der Fehler, der in den letzten 200 Jahren entstanden ist, weil die Erfolgsgeschichte des Menschen ist die der Mobilität, aber nicht die der physischen Mobilität. Weil wir sind weder schnell, noch sind wir besonders stark physisch, also zu Fuß unterwegs, sondern ganz im Gegenteil, wir sind sehr langsam. Wir haben auch keine ganz tollen Reaktionszeiten, was die physische Geschichte betrifft, aber wir haben eine andere Form der Mobilität, die die Überlegenheit des Menschen ausgemacht hat früher. Das ist die der geistigen Mobilität, nämlich die Fähigkeit, Zusammenhänge zu erkennen, die rechtzeitig zu verdauen, zu sinnvollen Schlüssen zu kommen und auf diese sinnvollen Schlüsse, würde ich sagen, erkenntniserweiternd zu reagieren. Und wenn wir das machen, das ist relativ gut gegangen, über viele Millionen Jahre, dann führt es zu dem, was die Menschheit im Endeffekt ausgemacht hat, nämlich zur Kultur, zu unseren Sozialsystemen, nämlich die Empathie, sich in andere hineinzudenken, hineinzufühlen in die anderen, die zu akzeptieren. Und in dem Augenblick, wo die Prozesse zu schnell laufen, gibt es immer Konflikte, logischerweise. Und das ist natürlich der Konflikt mit der Natur, der heute im Verkehrssystem, im Technischen aufgebaut wurde. Es ist die Zerstörung der Macht der Bürger durch die Konzerne und dergleichen. Das heißt, immer wenn es ins Große geht, wie es der Leopold Kohr aus seiner Zeit als Philosoph schon erkannt hat, wird es gefährlich. Und warum haben wir jetzt aufgehört, geistig mobil zu sein? Naja, wir sind durch die Beschleunigung eigentlich gezwungen, immer mehr geistige Mobilität auf die Beschleunigung zu konzentrieren. Das ist genauso wie jemand, der immer schneller rennt. Der muss immer schauen, dass er einigermaßen über die Runden kommt und übersieht alles, was rundherum ist. Das heißt, wir sind in eine technische und naturwissenschaftliche und vor allem ökonomische Falle getappt, weil das Kapital die Menschen zum immer schnelleren Laufen im Hamsterrad zwingt, um Abfallprodukte von denen billig verarbeiten zu können. Und die Menschen haben den Überblick verloren und die physische Mobilität ist eine der Ursachen. Das heißt, dadurch, dass sie ein Auto zur Verfügung haben, ist es für viele Menschen erträglich, in einer total zerstörten Umwelt zu leben. Also in viel zu großen monofunktionalen Wohnblocks zum Beispiel, statt in einer lebendigen, interessanten Stadt, wo ich gar nicht weggehen muss, weil ich meine Bekannten dort habe, ich habe meine Geschäfte, ich habe meine Arbeitsplätze dort. Und wenn ich wirklich weggehen will, dann gehe ich halt ein Stückchen weiter und habe wieder eine ganz andere Lebensform. Heute kann man mit dem Auto quer durch Europa fahren, wird man wahrscheinlich, wenn man von einer Stadt in die nächste kommt, und in Neubaugebieten landet, gar nicht wissen, in welcher Stadt man ist. Es sei denn, man erkennt dann ein Autokennzeichen. Oder dann, wenn man wirklich mit den Menschen verkehrt, nämlich mit ihnen redet, das ist ja Verkehr, wird man feststellen, hoppla, die reden ganz anders, das ist eine andere Stadt. Aber von der äußeren Erscheinungsform ist alles das Gleiche geworden. Da muss man sich fragen, wozu fährt man dann noch weg? Das heißt, das wird alles irgendwie ein einheitlicher Brei. Und was ich jetzt noch... Also was mir so gar nicht taugt, ist dieses sogenannte Zonendenken.
das so in der letzten Zeit aufkommt. Was halten Sie davon? Ich halte gar nichts davon, weil es sind natürlich Grenzen notwendig, aber das sollte nicht in Zonendenken enden. Grenzen gibt es in jedem Bereich, das sind die persönlichen Grenzen, das ist die Verwaltungsgrenzen und dergleichen, aber die sollten nicht scharf sein, das ist das eine. Und dann hat natürlich, wenn es knapp wird, versucht jeder, das Gebiet zu zonieren, anstatt zu versuchen, ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, wie man über diese Zonen hinweg geht. Eigentlich im Politischen haben wir auch diese Zonendenken gehabt seinerzeit. Nicht? Mhm. Es gab dann die russische Zone, es gab die amerikanische Zone. Jeder Bezirk hat ja eigene Zone gehabt. Genau, ne? Und das ist ja nicht das Gelbe vom Ei, in dem sich die Menschen wohlgefühlt haben. Ja. Man muss allerdings gewisse Zonen, die sich aus der Natur des Menschen und der Gesellschaft ergeben, respektieren, das ist gar keine Frage. Mhm. Aber das sind Zonen, an die eigentlich jeder Mensch ohnehin gewohnt ist, aber nicht die künstlichen. Aber was, warum braucht es dann eine Kinderzonen und Hundezonen und Radzonen und Fußgängerzonen? Nein, das ist der Separierung, das ist der Wunsch des Menschen, wenn er glaubt, etwas zu trennen, dass dann Ordnung entsteht. In Wirklichkeit erzeugt eine chaotische Unordnung, erstens, und zweitens eine Benachteiligung aller Nicht-Zonenbewohner gegeneinander. Mhm. Das ist das eine. Und der dritte Fehler, der dabei entsteht, ist dadurch, dass das Auto im Kopf dieser Leute drinnen ist, dass sie glauben, wenn sie nicht Gleiches gleich machen, dass es dann besser wird. Man kann nicht einem Fußgänger, der ein Minimum an Fläche braucht, einem Radfahrer, der nicht viel mehr an Fläche braucht und dann Benutzer des öffentlichen Verkehrs, der ungefähr die gleiche Fläche braucht wie der Fußgänger und der Radfahrer, gleichsetzen mit einem Autofahrer, der zum Parken 10-mal mehr Fläche braucht, geschweige denn zum Fahren, mhm, und sagen, das ist gleich. Das geht nicht, das ist absurd. Deshalb kann das auch nie funktionieren. Das heißt, Elemente, die derart dominierend Flächen und Energie beanspruchen wie das Auto, um in einem nachhaltigen, lebensfähigen System nichts verloren, in der Masse, in der sie auftreten. Sie können schon genutzt werden, aber in einer Form, wo der Nutzen noch größer ist als der Schaden, den sie anrichten. Und wenn man das anhand der Daten, die wir heute haben, analysiert, dann kommt man auf eine Menge von Autoverkehr im Vergleich zu heute, die ungefähr bei 4-6% liegt. Und jetzt ist es so, dass immer wieder für mehr Fairness unter den einzelnen Teilnehmern der Mobilität, also der physischen Mobilität, was getan werden will. Und irgendwie kommt mir jetzt persönlich einfach vor, dass da noch nicht die richtige Richtung eingeschlagen wird. Nein, weil ich habe immer so das Gefühl, wenn ich in Italien bin oder in Gegenden, wo also quasi auf die Verkehrsregeln gepfiffen wird, wird irgendwo vom Menschlichen her viel vorsichtiger mit dem Gegenüber umgegangen, weil man ja denkt, und da sind wir ja wieder bei der geistigen Mobilität, nicht? Ja, erstens einmal ist grundsätzlich Fairness nur unter Gleichen möglich. Wir haben das Problem, dass wir heute Begriffe verschleiern und missbrauchen. Was Sie sagen, ist richtig. Das heißt, wenn die Geschwindigkeit sich der des Fußgängers nähert, wurscht, wie man unterwegs ist, dann nähert man sich auch im Denken und Handeln der Fairness eines Fußgängers. Mhm. Wenn das nicht der Fall ist, geht es nicht. Mhm. Und wie kann man dann, was wären dann Vorschläge, naja, damit es besser funktioniert? Also, man muss den Autofahrern helfen, sich fair zu verhalten. Von selber kennen sie das leider nicht, weil der Motor so stark ist. Wie hilft man denen? Indem man eine Welt baut, in der sie A, nicht überall hin können. Also in der Stadt sollen sie nicht sein, auch in den Dörfern sollen sie nicht sein. Sie dürfen nicht zu jedem Haus. Das ist unfair gegen die Kinder, das ist unfair gegen alle, die zu Fuß sind. Das ist unfair für alle, die mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs sein wollen und mit dem Fahrrad. Mhm. Da ist die Fähre grundsätzlich gebrochen. Ja, aber auch zwischen Radfahrer und Fußgänger gibt es ja immer wieder. Naja, Radfahrer, Fußgänger, die haben noch keine Nummertafeln, die haben noch ein Gesicht. Mhm. Da stellt sich die Fairness von selber ein. Wir haben in Österreich noch das Problem, besonders in Wien auch, dass die Radfahrergeneration aus der Autogeneration kommt und glaubt, sie muss schnell sein. Okay. Wenn Sie in eine reife Radfahrergesellschaft kommen, wie in Holland oder China, sie früher gehabt hat,
dann haben sie, ist der Radfahrer eigentlich ein langsamer Fuß oder ein bisschen schnellerer Fußgänger. Mhm. Auch in Japan ist das der Fall. Das heißt, da brauchen wir noch eine Generation, bis wir dort sind. Okay. Ich habe jetzt im Buch noch gelesen, dass es eine Verschiebung des Wertesystems gibt. Ist auch natürlich nachvollziehbar und merkt man ja. Und das hat eben damit zu tun, dass quasi, also Sie schreiben, das Autofahren ist ein Grundbedürfnis. Das ist eigentlich schon ziemlich tragisch, oder? Ist ein Grundbedürfnis, wird zum Grundbedürfnis gemacht. Gemacht. Und zwar dadurch, dass wir Strukturen gemacht errichtet haben durch die Bauordnung, die andere Mobilitätsformen nicht mehr zulassen. Mhm. Das heißt, es gibt keine Ziele, die man täglich erreichen muss in der Nähe mehr, durch diese Siedlung. Okay. Es gibt keine Geschäfte in der Nähe mehr, weil die kleinen Geschäfte zerstört worden sind und die Shopping-Centers sich an die Autobahnknotenpunkte zurückziehen. Es gibt keine Sozialkontakte mehr in der Nähe. Es gibt keine sicheren Bewegungsräume für die Kinder, sodass man sie allein gehen lassen kann. Mhm. Es gibt keine Bewegungsräume für die Kinder in der Umgebung, wo sie ohne Aufsicht, wo man als Elternteil keine Sorge haben muss, dass ihnen was passiert. Das war in Wien, als ich als Student herkam, noch der Fall. Da haben die Kinder noch in einzelnen Gassen Fußball gespielt. Okay. Und in der Berggasse sind sie im Winter gerodelt. Mhm. Und das war damals ganz normal. Da hat es diese Gassenkinder gegeben, die ein Heimatgefühl zur Gasse hatten. Und sie auch dann mit anderen Gassen, was weiß ich, Auseinandersetzungen geliefert haben oder gegenseitige Wettkämpfe veranstaltet haben und dergleichen. Das war, dadurch sind die Kinder, dadurch, dass sie auch in Kontakt gekommen sind mit den Lebensaktivitäten der Erwachsenen, weil da ist noch Handwerk gegeben, da hat man zuschauen können, da hat man irgendwas anstellen können. Dann hat es die Geschäfte gegeben, die noch im öffentlichen Raum sichtbar waren und offen waren, wo sie eingekauft haben selber oder irgendwas geholfen haben, sind sie mit alten Leuten zusammengekommen. Es gab ein, und ich bin selber in so ein Geflecht sehr schnell hineingeraten, im 9. Bezirk, wo ich in Untermitte gewohnt habe. Ich war blitzartig dort in die Geschichte integriert. Und die Milchfrau hat sofort gewusst, wo ich hinkehre. Und die alte Dame, es war eine 82-jährige Dame, die damals ein Zimmer vermietet hat an mich. Und wenn die zwei Tage nicht bei der Milchfrau war, hat sie mich schon gefragt, was ist denn los mit der Frau Winter, ist sie krank? Und wäre sie krank gewesen, hätte die sofort entweder selber oder jemanden organisiert, der sich um sie kümmert. Das heißt, hier wurden eine ganze Reihe von Sozialleistungen, die heute kaum mehr zu bezahlen sind, von den lokalen Strukturen automatisch mitgeleistet. Und hier sieht man eigentlich das Kälterwerden unserer Gesellschaft, dass sie alles nur mehr mit Geld bezahlen lässt, was nicht mit Geld bezahlbar ist. Mhm. Weil die persönliche Zuwendung ist dann weg und man sieht dann eigentlich nur mehr statt dem Gesicht die Automarken. Mhm. Und es gibt eine Unmündigkeit in Bezug auf die Mobilität. Es ist logisch, weil ich wäre entmündigt, wenn ich etwas nicht mehr selbstständig machen kann. Das heißt, ich kann nur etwas machen, wenn ich das Geld habe, damit ich mir das Auto leisten kann und auch den Sprit dazu kaufen kann. Das, was ich wirklich mündig machen kann, ist das, was ich zu Fuß mache. Oder noch mit dem Fahrrad, weil das kann ich auch selber reparieren und relativ mit geringem Aufwand selbst erhalten. Beim öffentlichen Verkehr ist man auch etwas mündiger noch, weil das ja, wenn es ein öffentliches Verkehrssystem ist, nämlich wirklich öffentlich, unter öffentlicher Kontrolle steht. Das heißt, hier ist der mündige Bürger indirekt über die Gemeinschaft, das ist die Gemeinde oder das Land, derjenige, der den öffentlichen Verkehr kontrolliert. Das ist aber nicht mehr der Fall, wenn Konzerne den öffentlichen Verkehr übernehmen, wie es die EU leider anstrebt. Weil eine Strategie der EU ist es ja, die Bürger total zu entmündigen und unter die Fuchtel der Konzerne zu zwingen. Mhm. Überall, in allen Bereichen. Grundsätzlich ist es schon so, dass man beobachten kann, dass es also ganz Leute aus unteren Gesellschaftsschichten vielleicht nicht viel haben, aber Auto haben sie noch immer. Einen Fernseher haben sie auch. Ja. Ist logisch, das ist ein Kompensation. Allein dieser Umstand beweist, dass man versucht, mit dem Auto etwas zu kompensieren, was nicht kompensiert werden kann. Mhm. Das heißt, richtig ist es, eigentlich ist der Mensch nur gleichberechtigt, wenn er als Fußgänger unterwegs ist. In dem Augenblick, wo ich ein Auto habe, demonstriere ich über das Auto etwas, das ich gar nicht bin, oft. Und
In Fußgängerzonen hebt sich das die soziale Differenzierung auf, weil jeder taucht in der Form auf, in der er eben als Mensch unterwegs ist. Das heißt, das Übermenschentum wird ja von den sogenannten unteren sozialen Schichten dadurch angestrebt, dass sie sich mit Attributen umgeben, die ihnen den Eindruck vermitteln, sie wären Übermenschen, weil dann sind sie plötzlich scheinbar mächtig. Sie merken aber nicht, dass sie in Wirklichkeit in eine Falle geraten sind, weil sie müssen gerade die unteren sozialen Schichten müssen, nicht nur wie es im Schnitt in Österreich der Fall ist, einen Tag in der Woche, also einen von 7 Arbeitstagen, nur fürs Auto arbeiten, sondern die unteren Schichten müssen wahrscheinlich 2 Tage in der Woche nur fürs Auto arbeiten. Und da können sie was Gescheiteres machen, als nur fürs Auto zu arbeiten, damit sie später mit diesem unsinnigen Firlefanz, wo sie eh nicht mitmachen können, glauben, eine Freiheit gewonnen zu haben, die in Wirklichkeit eine Falle ist. Genau. Und wie beeinflussen das die Massenmedien? Naja, ist ja logisch, das Auto wirkt ja viel tiefer noch als ein Suchtgift auf die Menschen. Und nachdem es zu einer gesellschaftlich akzeptierten Suchtstruktur gekommen ist, die sogar vom Staat massiv gefördert wird, werden die Medien natürlich auch für die Förderung dieser Sucht bezahlt, indem sie Autowerbung betreiben oder sich dafür hergeben, gegen die Normalisierung der Zustände im Verkehrssystem einzutreten, dem Auto eine überproportionale Stimme geben, weil die Lobbys natürlich nur jene Medien fördern oder unterstützen, die sich ihren Diktat unterwerfen. Jetzt die letzte Frage, wohin entwickelt sich die Mobilität, Best Case und Worst Case? Also die Mobilität entwickelt sich immer dorthin, wo die Strukturen unser Verhalten lenken. Das heißt, jeder Mensch ist äußerst intelligent. Ich attestiere jedem Menschen eine mindestens genauso große Intelligenz wie mir. Und jeder Mensch ist eigennützig. Und jeder Mensch versucht, die Welt, in der er lebt, für sich optimal zu nutzen. Das heißt, wenn wir eine Welt, wie wir es ja im letzten Jahrhundert gemacht haben, optimal fürs Auto bauen, dann glaubt jeder, dass das die richtige Lösung ist. Und die Schwierigkeit ist es, dass die Verantwortlichen versagt haben, sowohl in der Lehre, inklusive mir in den ersten Jahren, ich habe ja auch solche Sachen vertreten, weil ich es nicht besser wusste, aber noch viel mehr in den Entscheidungsträgern, die ihre Wertesysteme zugunsten des Autos und gegen den Menschen aufgegeben haben, als auch in der Gesellschaft insgesamt. Das heißt, wenn wir die Strukturen so verändern, wie es ja ohnehin schon stattfindet, in Wien ist ja relativ viel passiert in diese Richtung, dass wir den öffentlichen Räumen attraktiv für die Fußgänger, attraktiver für die Radfahrer und den öffentlichen Verkehr machen und den Autofahrer in die gleiche Zone der Attraktivität der anderen Verkehrsmittel bringen. Also wenn zum Beispiel irgendwo steht, beim Radfahrer aussteigen und schieben, dann muss beim Autofahrer aussteigen und schieben, dann haben wir ungefähr die gleiche Zone, dann wird man sehr schnell merken, dass das Auto möglicherweise eine sehr starke Belastung ist und man doch lieber, ja, so ist es, so ist es. Dann passt diese Geschichte wieder, ist die Geschichte wieder im Lot und auf das kann man dann aufbauen. Das heißt, hier muss in den Denkstrukturen einmal diese Geschichte aufgebrochen werden, aber nicht, dass man so wie bisher immer daran denkt, in PKW-Einheiten, wie viele Autos können da durch, wie viele Parkplätze hat man und dergleichen. Relativ einfach, die Autofahrer kriegen genauso viele Parkplätze wie ein paar Schuhe vor den Häusern herumstehen. Auch keine nämlich. Eine relativ einfache Antwort auf diese Geschichte, oder vor allem lässt man auch nicht irgendwo mitten in dem öffentlichen Raum stehen. Auch die Straßenbahnen und die Busse stehen nicht im öffentlichen Raum herum, sondern gehen schön brav in ihre Remisen hinein, wenn sie daraus nichts mehr verloren haben. Und wenn sie das konsequent durchdenken, dann kommen sie eigentlich elementar logisch zu dem Schluss, dass wir dann ein Maximum an Mobilität haben, weil die Mobilität in Straßen verläuft immer quer zur Längsrichtung. Weil auf der einen Seite ist was los, auf der anderen Seite ist was los und auf beiden Seiten ist selten das Gleiche los. Also wenn auf beiden Seiten unterschiedlich los ist, muss man auf die andere Seite gehen und da darf man nicht behindert werden. Das heißt, das ist die Hauptgeschichte. Es gibt natürlich auch einen Längsverkehr, der muss sich aber den Gepflogenheiten der Lokalen unterordnen. Also wenn ich zum Beispiel in Ihre Wohnung komme als Gast oder mich in Ihrer Wohnung bewegen will, dann muss ich mich Ihren Spielregeln anordnen.
unterordnen. Mhm. Gar keine Frage. Und das muss man auch machen. Das heißt, alle Siedlungsräume müssen wieder zu Lebensräumen der Menschen werden. Alles, was durchzieht, muss sich für diese Dauer des Durchziehens diesen Prinzipien unterwerfen. Mhm. Ich fahre ja auch nicht mit einem Motorrad bei Ihnen im vierten oder weiß nicht, welchem Stock Sie wohnen oder wurscht, über die Stirn auf und dann zack, eine irgendwo bei Ihnen ins Wohnzimmer und da bremse ich wieder irgendwo ein und setze mich zum Essen. Nicht? Mhm. Auch wenn ich Blumen mitnehme, glaube ich, werden Sie keine Freude diesbezüglich haben. Das heißt, wir schützen ja auch unsere Lebensräume gegen diese Art von Missbrauch und wenn das Motorrad fahren, meinetwegen mit. Selbst im Mountainbiking würden sie kaum gustieren, wenn sich die Leute so verhielten. Das heißt, hier ist eine normale Verkehrskultur notwendig, auf die ich in meinem Buch hingewiesen habe, die es eigentlich eh logisch ergibt. Nur diese elementare Logik zeigt, wie unendlich weit weg immer noch die Gesellschaft reagiert, wie die Verantwortlichen denken. Dass es geradezu ein ganz gefährlicher Irrsinn ist, was die betreiben. Wirklich ein echt gefährlicher Irrsinn. Deshalb habe ich auch in meinem Buch zum Ausdruck gebracht, dass Leute, die das machen, Blut an den Händen haben, weil das Ergebnis des weltweiten Autoverkehrs sind jedes Jahr 1,3 Millionen echt physisch Getötete bei Verkehrsunfällen und mindestens 4 Millionen Menschen jährlich sterben früher durch die Abgase. Vom Lärm wissen wir noch viel zu wenig, das wird wahrscheinlich noch viel, viel mehr sein. Also das ist natürlich, wenn Sie sich vorstellen, dass jährlich 1,3 Millionen Menschen in Kriegen oder in Terror umkämen, da können Sie sich vorstellen, dass die Welt sich in einem ernsten Kriegszustand befände. Ja, okay. Nur weil es das Auto ist und das Auto in unserem Kopf und sagt, reg dich nicht auf, das ist ja eh nichts. Wichtig ist, dass du Auto fahren kannst. Zeigt die Unmenschlichkeit, die durch das Auto in unseren Köpfen entstanden ist. Und das ist aber wiederum der Beweis, wie schwach unsere geistige Mobilität gegenüber den Verlockungen dieser physischen Mobilität geworden ist. Auf Deutsch gesagt, wir sind steppert, um den Verführungen des Autos zu entgehen. Ich glaub, da muss man die Menschen schützen dagegen. Ja, nur das ist auch der Grund eben, das glaube halt ich, dass das Auto ein super Image hat oder halt ein spezielles Image, ein machtvolles Image und das, der Fußgänger oder das Zu-Fuß-Gehen hat kein gutes Image. Das ist der Übermensch, das Übermenschen. Ja. Ne? Das Zu-Fuß-Gehen hat kein gutes Image. Ja? Naja, kommt drauf an. Eigentlich wenn's, nicht, weil Fußgehen tut man nur. Nein, wenn es kein Sprit im Tank haben, merken Sie, dass das, wenn es kein Sprit im Tank haben und irgendwo draußen in der Wüste hängen bleiben, dann merken Sie, dass das zu Fußgehen doch ein besseres Image hat als das Autofahren. Und das zeigt dann auch genau diesen Irrtum. Das Auto ist erst dann interessant, wenn der Treibstoff im Tank drinnen ist. Da wird die Geschichte interessant. Wir plädieren für teureren Treibstoff. Nein, das geht nicht. Nein, das geht nicht, weil es ist die physische Struktur, in der wir eingespannt sind. Da können Sie Treibstoff teuer machen, so viel Sie wollen. Die Leute werden ihren letzten Pfennig noch für das Auto verwenden, wenn Sie sie in diese physische Struktur zwingen, in der sie heute drinnen sind. Wir müssen den Menschen die Freiheit wiedergeben, indem wir die Welt umbauen wieder für die Menschen und sie gerecht machen auch für die Autos. Weil es ist nicht gerecht, dass die Autos in Räume eindringen, in denen sie nichts verloren haben. Das ist, glaube ich, das Wesentliche dieser ganzen Geschichte. Und dann, das erfordert natürlich von den Planern und von den Politikern und vor allem von der Verwaltung geistige Mobilität. Und alle drei haben sich bisher das sehr einfach gemacht. Sie haben einen Pfusch zusammengeplant in der Raumplanung, sie haben einen Pfusch zusammengemacht in der Gesetzespraxis und auch in der Gesetzeswerdung, weil das Auto im Kopf diktiert hat, was sie zu tun haben. Und kompensieren diese katastrophal schlechten Strukturen heute, indem sie Erdöl hineinschütten und Autos hineinfüllen, damit die ganzen Mängel kompensiert werden und den Bürgern das gar nicht auffällt, in welche katastrophale Situation sie geraten sind. Gut. Danke vielmals, okay. Herr Knoflach. Gern. Schön. Danke. Bis zum nächsten Mal wieder. Ne? Genau.